Moin, moin, meine Lieben und herzlich willkommen zu diesem Fishing Planet Anfänger Video. Und heute will ich euch 12 Tipps mit auf den Weg geben, damit ihr in Fishing Planet gleich am Anfang so richtig schön durchstarten könnt und nicht so auf die Fresse fallt wie ich teilweise, beziehungsweise weniger Fehler macht. Und ja, wir fangen einfach mal an. Und zwar seht ihr hier schon das erste Problem. Wenn wir jetzt hier angeln wollen, dann wirft er einfach so das Ding rein. Am Anfang ist das so eingestellt, das weiß ich, und das nervt ziemlich viele Leute. Deswegen hier, das kann sich natürlich in der Zukunft ändern, aber einmal F11 drücken, dann wird er freigesetzt und dann könnt ihr hier mit dem Rechtsklick auch schön zielen und dementsprechend dann woanders, hier zum Beispiel da vorne, einfach mal das Ding hinschmeißen. Und ja, das war's auch schon. Das war der erste Tipp und wir gehen weiter. Bevor ihr zu einem See reist, beziehungsweise einer Location, wo ihr angeln wollt, solltet ihr vorher im Laden auf Nummer sicher gehen, dass ihr alles dabei habt, was ihr braucht. Neue Angel, neues Setup, neue Schnur, Köder und so weiter und so fort. Hier einfach mal auf den Laden gehen, dann auf Köder etc. pp. Einfach alles einkaufen, was ihr unbedingt haben müsst, um dort erfolgreich zu angeln, und auch nicht zu wenig einkaufen, denn sobald ihr dann an der Location seid, kann es sein, dass ihr im Laden den Köder nicht mehr nachkaufen könnt. Außerdem wird er stark, ne, sehr viel teurer sein und auch alle anderen Sachen im Laden. Es wird sehr, sehr viel weniger Auswahl geben an der Location und dementsprechend hier immer schön alles einkaufen in diesem Bildschirm und dann erst zu der Location gehen und dann, ja, werdet ihr euch nicht ärgern, dass ihr zum Beispiel dies oder das nicht dabei habt und es im Laden nicht verfügbar ist. Die Sache, welche immer bei euch Top-Priorität haben sollte, beziehungsweise auf jeden Fall eine sehr hohe Priorität, ist der Setzcatcher beziehungsweise der Stringer. Der Unterschied bei den beiden ist einfach, dass man beim Stringer die Fische nicht mehr rausnehmen kann und dann halt wirklich verkaufen muss. Beim Setzcatcher kann man immer sagen, okay, die drei Kleinen kommen jetzt raus und ich angel noch nach dem Großen. Da könnt ihr euch so ein bisschen freier. Aber ich finde es auch okay, wenn ihr einen Stringer nehmt. Also das könnt ihr meinetwegen auch machen. Wichtig ist allerdings, dass ihr das Ganze immer upgradet und gerade am Anfang dieses Gammelding, was ihr am Anfang bekommt, dass ihr das schnell upgradet. Und ja, ganz wichtig, die für Baitcoins angeboten werden, bitte nicht kaufen. Das ist meiner Meinung nach Baitcoin-Verschwendung, weil ganz ehrlich, hier Maximalgewicht pro Fisch 7 Kilo und Fischgewicht total 14 Kilo und hier unten sind schon, ne, für hier 25 Kilo total und Maximalgewicht pro Fisch 5 Kilo. Also das ist, wie gesagt, Verschwendung meiner Meinung nach, und am Anfang fangt ihr sowieso keine 7 Kilo Fische. Oder hier, das ist total Overkill, 15 Kilo Fische werdet ihr am Anfang niemals bekommen. Außerdem könnt ihr sowieso nur 30 Kilo reinnehmen, also zwei Fische fangen und das war's dann. Einfach nicht sinnvoll. Bleibt einfach bei denen, die ihr so kaufen könnt. Und ich habe zum Beispiel aktuell den hier, den Fishford XS. Da kann ich maximal 10 Kilo Fische reinpacken und habe insgesamt 70 Kilo zur Verfügung. Und ganz ehrlich, ich bin damit super zufrieden. Aber das ist, was ihr priorisieren solltet. Ihr solltet diesen Setzcatcher immer schön upgraden, damit ihr die Tage voll ausnutzen könnt und damit ihr eure Lizenzkosten wie auch die Reisekosten schnell wieder reinholt. Kommen wir jetzt zu einem Thema, was für die Anfänger sicherlich ein bisschen verwirrend ist, und zwar Baitcoins. Baitcoins sind sowas wie die Premium-Währung von Fishing Planet und es wird überall angeboten, dass man die ausgeben kann. Zum Beispiel, um die Zeit nach vorne zu spulen, was ihr übrigens nicht machen solltet mit Baitcoins. Das ist komplette Verschwendung. Ihr könnt Setzcacher dafür kaufen etc. pp. Das ist meiner Meinung nach ebenfalls Verschwendung. Und ja, ich möchte einfach euch darauf hinweisen, dass ihr die Baitcoins nicht verschwenden sollt für irgendeinen Schwachsinn. Zum Beispiel Köder damit kaufen ist der komplette Schwachsinn, außer vielleicht bei den Dings hier, bei den Spinnern. Aber selbst da würde ich sagen, macht das nicht. Hier wird zum Beispiel angeboten bei den normalen Ködern, dass man sich hier bei den frischen Ködern zum Beispiel, dass man sich hier Shiner für 7, das ist kompletter Schwachsinn. Das ist kompletter Schwachsinn, für 7 Baitcoins hier die Shiner zu kaufen. Das ist einfach richtige Abzocke, denn man kann hier, ne, ab Level 19 kann man die einfach so kaufen für 650 Dollar. Das ist überhaupt nichts. Das ist ein Fliegenschiss. Und deswegen, da gebt keine Baitcoins dafür aus. Das ist kompletter Schwachsinn. Es gibt vielleicht den ein oder anderen Kunstköder für Baitcoins, die ganz interessant sind. Aber das ist wirklich eine Seltenheit. Und das solltet ihr auch nur tun, wenn ihr wirklich High-Level seid und ihr wirklich wisst, welche Köder gut sind und welche nicht. Verschwendet dort nicht eure Baitcoins. Auch möchte ich davon abraten, das habe ich nämlich gemacht, ich Idiot. Ich habe beim Rocky Lake zum Beispiel eine dauerhafte, fortgeschrittene Lizenz gekauft. Und das ist nicht dumm an sich. Das ist nicht dumm, sich die Lizenzen zu kaufen, aber
ihr solltet wirklich sehr viel Erfahrung mit den Seen haben, damit ihr entscheiden könnt, welcher See sich wirklich lohnt. Zum Beispiel der Emerald Lake, da kann man richtig Cash machen. Da kann man richtig Cash machen. Und hätte ich das früher gewusst, dann hätte ich die Punkte hier, die hätte ich einfach weggelassen und hätte ich in den Emerald Lake gesteckt. Denn da kann man richtig Cash rausholen. Und deswegen, das wäre einfach für mich so viel besser gewesen. Und ja, da müsst ihr einfach selber entscheiden, wo ihr da die Punkte reinsetzt. Aber verschwendet sie bitte nicht für solche Sachen wie Köder oder für Zeitvorspulen, sondern ne, seht wirklich die Baitcoins als eine sehr wertvolle Währung an und dementsprechend entscheidet auch. Im realen Leben lauft ihr ja auch nicht rum und gebt euer Geld für jeden Scheiß aus, oder? Eine Einstellung, die ihr sehr schnell verändern solltet, ist rechts die Anzeige mit der Belastung. Das heißt, da wo gerade die Schnur, die Route und auch die Rolle angezeigt wird. Dort sehen wir ja nur einen Meter. Das heißt, wenn wir jetzt einen Fisch dran haben, dann wird nur auf diesem einen Meter angezeigt, wie die Belastung ist. Und das ist ziemlich ungenau und vor allem kriegt ihr keinen Eindruck davon, wie gut gebalanced eure Route zum Beispiel wirklich ist, ob ihr irgendwo was verändern müsst oder irgendwas nicht stimmt. Das könnt ihr ganz einfach ändern. Ihr geht hier oben auf das Symbol, dann geht ihr hier auf Pro und wenn ihr jetzt einen Fisch dran habt, dann könnt ihr ganz einfach sehen, wo ist die Belastung am größten. Zum Beispiel ist die Schnur am belastetsten oder ist es die Spule bzw. die Rolle oder ist es die Angel an sich. Und dementsprechend könnt ihr auch kleine Veränderungen dann im Setup vornehmen, denn es ist zum Beispiel relativ wichtig, dass man immer die größte Belastung auf der Schnur hat. Das macht man deswegen, weil dann die Schnur am ehesten reißt und nicht gleich die Route durchbricht etc. pp. Und die auch am schnellsten, sage ich mal, ne, an Haltbarkeit verliert. Wollt ihr, dass eure Route ein langes Leben genießt, dann solltet ihr euer Setup sehr ausgeglichen gestalten. Ich habe hier einfach mal ein Setup gemacht, welches relativ ausgeglichen ist. Und zwar haben wir hier einmal die Nero 330, das ist eine Matchroute. Ich glaube, das spricht man so aus, die 2,5 bis 5 Kilo Schnurgewicht haben kann. Dann haben wir eine Callisto dran mit 3,5 Kilo Bremskraft und dann haben wir eine Schnur, die 2,7 Kilo Belastung aushält. Das heißt, sollte da wirklich ein richtig dicker Fisch dran gehen und sollten wir mit dem kämpfen, dann wird die größte Belastung hier auf der Schnur sein und nicht auf der Rolle oder der Route. Und genau das wollen wir haben, denn wenn jetzt wirklich, sage ich mal, Shit Hits the Fan irgendein Riesenbiester anbeißt, sage ich mal, und ihr habt zum Beispiel den Widerstand zu hoch eingestellt und dann reißt euch das Ding, sage ich mal, die Route runter, ja, und dann, ja, reißt einfach die Schnur. Wenn ihr das hier allerdings falsch eingestellt habt und zum Beispiel eine richtig große Schnur habt, ja, dann geht die größte Belastung dann auf eure Rolle oder gar die Route. Und das wollt ihr nicht. Die größte Belastung sollte immer auf der Schnur sein, weil diese könnt ihr ganz einfach ersetzen, im Gegensatz zu der Rolle oder der Route. Das Lizenzsystem ist am Anfang ein bisschen undurchsichtig. Ich habe bereits ein Erklärvideo dazu gemacht, welches ihr auf meinem Kanal finden könnt. Ich werde es allerdings kurz zusammenfassen und dann meinen Tipp dazu abgeben. Und zwar gibt es einfache und erweiterte Lizenzen. Heißt im Endeffekt, wenn ihr die erweiterte nicht habt, dann müsst ihr gewisse, hier zum Beispiel den gepunkteten Barsch, müsst ihr dann wieder ins Wasser reinschmeißen. Deswegen verschwendet eure Zeit gar nicht mit den einfachen Lizenzen. Kauft euch immer die fortgeschrittenen, ganz wichtig. Wenn ihr irgendwo hingeht, zum Beispiel hier in Emerald Lake, ja, dann kauft ihr immer die fortgeschrittenen. Die einfachen Lizenzen, die interessieren euch nicht. Ihr müsst alle guten Fische wieder reinwerfen. Jetzt stellt euch vor, ihr fangt an zu angeln, ihr habt da so einen richtig geilen Zander dran und dann auf einmal müsst ihr den wieder reinwerfen, weil ihr die einfache Lizenz nur habt, nicht die fortgeschrittene. Deswegen bitte, bitte, bitte immer die fortgeschrittene kaufen, nicht die einfache. Vergesst die, dass es sie gibt. Das ist Bullshit. In einem Tipp hatte ich ja schon gesagt, dass ihr euch vorher vorbereiten solltet, da ihr im Laden, der dann am See verfügbar ist, die meisten Sachen nicht mehr kaufen könnt und diese verdammt teuer sind. Aber ihr werdet euch vielleicht fragen, ja, welche Köder soll ich denn überhaupt kaufen? Oder welche Kunstköder? Wie auch immer. Ganz einfach, ihr geht hier zum Beispiel auf den Falcon Lake, dann auf die Fischarten und dort könnt ihr dann bei den einzelnen Fischarten nachgucken, was sie denn mögen. Da steht dann immer auf der rechten Seite, zum Beispiel hier, der Barsch mag Teigbälle und Grieskugeln, während die Halsabschneiderforelle fliegen und Eintagsfliegen mag und die Bachforelle mag zum Beispiel Spawnsack, Garnelen oder Libellen oder kleine Elitzen. Ich glaube, die werden Elritzen genannt, ist auch egal. Auf jeden Fall, hier auf der rechten Seite steht dann immer, was die, ne, mögen und dementsprechend könnt ihr euch dann richtig ausstatten.
Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, ja, welche Ködergröße brauche ich denn? Nun, das ist immer unterschiedlich. Ich würde mehrere Köder einfach mitnehmen, also verschiedenste Größen, so zum Beispiel so dieses Hashtag 2 bis ungefähr 2/0 oder 3/0, je nachdem, was verfügbar für euch ist und welche Größen ihr halt angeln wollt. Da solltet ihr ein bisschen rumtesten und selber ein Gefühl dafür bekommen, ab welcher Größe besonders viele anbeißen. Wenn es eine Sache gibt, die euer Einkommen drastisch erhöht, dann sind es die Grundrouten. Und zwar, wenn ihr hier einmal auf die Angelrouten geht, dann auf die Fiederrouten. Die kann man schon relativ früh kaufen. Deswegen, und da könnt ihr hier schon relativ günstig eine kaufen und euch ein Grundrouten-Setup machen. Ich werde euch jetzt mal kurz ein Beispiel zeigen, damit ihr wisst, wie man das Ganze zusammenbauen kann. Und zwar habe ich hier im Inventar eine. Da habe ich einmal die Creek Pro 300 mit dem Callisto MG 2500. Dann habe ich hier eine entsprechende Schnur. Die ist ein bisschen falsch gebalanced, ich weiß. Ne, habe ich ja schon erklärt, dass man das eigentlich anders macht. Habe ich jetzt hier nicht so gemacht. Auf jeden Fall, Wirbelblei ist da dran, 15 Gramm. Ihr müsst am Anfang nicht höher gehen. Das könnt ihr später vielleicht machen. Hier Monovorfach 018 habe ich da drin. Dann einen entsprechenden Haken. Und hier vorne noch kleine L-Ritzen dran. Und vor allem Alarmglocken. Da solltet ihr eine hohe Empfindlichkeit nehmen. Nehmt einfach die höchste, die ihr gerade kaufen könnt. Warum ist das wichtig? Nun, ich habe zwei Guides auf meinem Kanal gemacht, wie ihr Geld verdienen könnt. Und dort werdet ihr sehen, dass man verdammt viel Cash mit diesen Grundrouten hier machen kann. Ihr werft sie nebenbei rein, wartet auf das Bimmeln und macht einfach nebenbei weiter. Sie verdoppeln teilweise euren Gewinn, den ihr erwirtschaften könnt. Und vor allem kriegt ihr sehr, sehr viel schneller Geld. Und ja, deswegen, da solltet ihr auf jeden Fall drauf hinsparen bzw. investieren. Setzt euch damit ruhig auseinander und ja, setzt euch eine, beziehungsweise macht euch ein Setup. Kauft euch auch am besten einen Routenständer, den könnt ihr, glaube ich, hier gibt es hier Routentaschen, falls ihr zum Beispiel mehrere mitnehmen wollt. Und hier Routenständer, ganz wichtig, damit ihr halt hier zum Beispiel mit dem Duet-Stand 2 aufstellen könnt. Allerdings hier könnt ihr auch den Slingshot nehmen, falls ihr zum Beispiel nebenbei einfach eine reinwerfen wollt. Bitte auch hier nicht die Baitcoins ausgeben, das ist meiner Meinung nach Schwachsinn. Vor allem, weil zwei Level später dann schon hier der Routenständer mit 2 verfügbar ist. Den verwende ich selber, ist ein Top-Teil. Wenn ihr an einem neuen See seid, dann solltet ihr vor allem die Widerstandseinstellung bei eurer Rolle relativ niedrig einstellen. Denn vielleicht gibt es dort den einen oder anderen Fisch, der, wenn ihr das Teil hier auf 6 stellt zum Beispiel, der dann einfach durchdreht und das Ding einfach komplett runterreißt. Das heißt, eure Schnur ist instant up. Denn diese Werte hier, diese drei Anzeigen, die wir ja umgestellt haben, die ist ja normalerweise eine gewesen, die dürfen nicht hier oben hin. Die dürfen nicht rot werden. Hier ungefähr sind sie orange-gelb und das ist ein guter Wert. Dort wollt ihr hin. Ihr wollt die Rolle auch nicht zu niedrig einstellen. Ihr wollt ja auch, dass der Fisch, sage ich mal, es schwer hat wegzukommen und ordentlich, ihr wollt ihn ja relativ schnell auch reinholen. Und deswegen, dort solltet ihr den Widerstand richtig einstellen. Am Anfang würde ich sagen, wenn ihr das erste Mal an einen See kommt, dann stellt ihr den so auf 3 oder 2 und dann angelt ihr ein wenig. Und dann kriegt ihr schon ein Gefühl dafür, auch bei den dickeren Brocken, welchen Widerstand ihr da so verwenden könnt. Auch während ihr dann den dran habt, dann seht ihr ja ungefähr, wo sich hier die Anzeige befindet. Befindet die sich zum Beispiel hier, dann könnt ihr noch ein bisschen nach oben stellen. Befindet die sich hier, wenn er, sage ich mal, zieht, und die geht nur bis hier, dann würde ich das genauso lassen, das ist perfekt. Allerdings, wenn sie bis hier geht kurz, stellt sofort runter, denn hier oben darf sie nicht hin. Wenn die länger hier in dem Bereich bleibt, dann ist eure Schnur oder je nachdem, wo die größte Belastung ist, dann ist das Ganze im Arsch bzw. wird beschädigt. Deswegen da auf jeden Fall aufpassen. Ihr dürft die Rolle nicht zu hoch einstellen. Immer erstmal niedrig anfangen und dann langsam nach oben stellen. Wenn ihr bestimmte Fische fangen wollt, die zum Beispiel in tiefen Gewässern unterwegs sind, dann lohnt es sich, einen Blick auf M zu werfen. Denn wenn ihr M drückt, dann kriegt ihr ein kleines Tablet und dort seht ihr die verschiedenen Tiefen im See. Hier zum Beispiel ist es besonders tief, genau wie hier und da, während es hier relativ moderat ist. Wollt ihr allerdings jetzt bestimmte Fischarten, wie zum Beispiel den getüpfelten Gabelwels, hier fangen, den seht ihr hier, wenn ihr mal kurz auf die Fischarten geht, dann solltet ihr genau in diese Löcher werfen. Allerdings ist es ziemlich schwierig, sage ich mal, da reinzuwerfen, wenn man gar nicht weiß, wo die hier genau sind. Ich meine,
Ne, das lässt sich jetzt ein bisschen schwierig übertragen. Das könnt ihr allerdings dann mit diesen Teilen hier machen. Und zwar, wenn ich jetzt einfach mal eine lösche, die mache ich jetzt einfach mal weg. Ihr habt auch gesehen, da habe ich einen Gabelwels bekommen. Dann habe ich hier vorne, ne, muss ich so ein bisschen raten, wo das Ganze ist. Wenn ich jetzt allerdings M drücke und dann unten rechts hier auf das Plus gehe, dann kann ich ganz einfach hier drauf gehen. Und wenn ich dann wieder hier oben bin, sehe ich da vorne eine grüne Boje und kann da einfach meinen Köder reinschmeißen. Und damit habe ich dann immer die perfekte Markierung für meinen präferierten, ja, Ort, wo ich halt angeln möchte. Wenn euch ein paar Mal die Schnur gerissen ist, dann ist das sicherlich aufgefallen, dass ihr nicht mehr so weit auswerfen könnt, beziehungsweise allgemein die Schnur ganz schön kurz geworden ist. Deswegen geht ihr dann ins Inventar, auf die Angel und dort solltet ihr immer darauf achten, dass ihr die maximale Schnurlänge habt. In dem Fall ist das bei mir 108, das habe ich hier schon vorbereitet. Dann gehe ich einfach damit drauf, so. Und sage hier Schnur kappen. Und dann habe ich wieder die maximale Länge auf meiner Rolle. Falls ihr nicht wisst, was die maximale Länge bei euch ist, nehmt euch einfach irgendein Teil, was hier relativ viel drauf hat. Dann geht ihr rüber und dann wird hier die maximale Länge angegeben. Und dann sagt ihr einfach Schnur kappen. Und dann habt ihr auch schon wieder die maximale Länge. Ich hoffe mal, ich konnte euch mit diesen Anfängertipps helfen. Falls ja, dann Däumchen nicht vergessen. Und ansonsten, wenn ihr irgendwelche eigenen Tipps habt, die ihr den Anfängern mit auf den Weg geben wollt, dann geht bitte unten in die Kommentare und lasst welche da. Wird sich sicherlich der ein oder andere Anfänger freuen, wenn er, naja, in die Kommentare guckt. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.